Stadt-TV. Kulturell, interessant, wissenswert. Das Beste für Bad Hersfeld. Herr Engel, Stadtradl in Bad Hersfeld, wo geht es dieses Jahr hin? Ja, zur Eröffnungstour wollen wir diesmal nach Melsungen auf das Heimatfest fahren. Das sind von Bad Hersfeld 50 Kilometer, die zu fahren sind. Wir wollen fahren natürlich über Rothenburg, machen dort Pause vorm Rathaus, in Morschen, dann im Kloster Heidau. Ja, das Wetter spielt heute perfekt mit. Hoffen wir, dass es auch hält. Nicht wie im vergangenen Jahr, wo wir ja doch im Regen das Ganze enden lassen mussten. Ne? Dem Hannes geht's gut, der Hannes ist fit. Was kommt dann als nächstes? Als nächstes haben wir eine wunderschöne naturkundliche Tour gemacht, und zwar wird der NABU am kommenden Donnerstag oder Mittwoch, muss ich jetzt mal schauen, wird eine wunderschöne Tour machen zu den Weißstorchhorsten. Und wir zeigen halt, wo diese sind, wo die Horste liegen, und wird auch an den Heckrindern vorbeifahren, um uns zu erklären, halt, ja, wie eigentlich die Heckrinder ticken, was Heckrinder überhaupt sind. Bürgermeister ist auch dabei? Selbstverständlich. Ich bin ja jetzt schon das dritte Jahr mit dabei. Tolle Aktion, das ist große Teilnehmerzahl. Ja, und vor allen Dingen macht Spaß, in der Gruppe zu radeln, auch mal Strecken wieder mal zu erkunden, die man vielleicht nicht so häufig fährt. Aber das Gemeinsame, das steht im Vordergrund. Und wenn man dann noch nebenbei eine gute Aktion macht, also ein gutes Zeichen setzt, dann passt das auch gut in unser Verständnis hier in der Stadt Bad Hersfeld. Erste-Hilfe-mäßig sind wir ausgestattet, also wenn jemand mal fallen sollte. Wenn dem Hannes das Knie wehtut. Wenn dem Hannes das Knie wehtut, dann hilft eine warme Hand.